Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge mit Yoshi's Crafted World. So, wir haben im letzten Part haben wir die wunderschöne Stage Flauschmobile gemacht und gehen jetzt zum Schnuffel-Schlaraffenland. Ja, gucken wir mal, was einfach auf uns wartet. Und wie es aussieht, gibt es viele Süßigkeiten, also wissen wir gleich, worum es ungefähr geht. Und ja, habt jetzt die letzten Blumen dann an der Stelle geholt vom letzten Level. War jetzt eigentlich gar nicht mal so schwer, aber ich habe mich halt am Anfang dumm angestellt. Aber mit ein bisschen Geduld geht das alles. Und wow, ich kann kleine Karamellblöcke hier fressen. Gefällt mir schon sofort das Level. Und die Macarons, die dienen als Trampolin. Ich merke schon, das wird mir sehr gut gefallen. Ja, nee. Okay. Die Dickerchen sind nicht nur dick, die können auch tatsächlich die Dinger hier hochhieven. Das ist ja, das ist ein starkes Ding. Und jetzt? Ah. Süß. Gefällt mir gut. So, natürlich immer wieder die Augen offen halten nach irgendwelchen zu suchenden Sachen. Auch wenn es hier noch so knuffig ist und alles hier voller... Ach, okay. Ja, ist ja süß. Okay, man darf die auch nicht einfach wahllos platt machen, die Leute. Man darf... Man kann sich sogar auf die Typen draufsetzen. Das ist cool. Ah, und da ist was Verstecktes, wie man sieht. Okay. Ich die jetzt etwas eintunke in dem Zeug. Ah, schade, färben die sich nicht. Ich hätte schon gedacht, die färben sich dann. So, kann ich dann eigentlich den... Den Dingen dann abwerfen. Ja, tatsächlich. Okay, cool. Gut zu wissen. Oh, jetzt kommt aber die schweren... Schwer liegenden Dinger da. So, kriege ich was dafür, wenn ich die fresse? Nö. Ah, total umsonst. Ich habe umsonst, völlig umsonst Genozid begangen gerade. Okay. Dam-da-da-dam. Hä? Schnuffel! Nom-nom-nom-nom-nom. Knabbert sich da durch, das, durch den Muffin, Alter. Ah, jetzt geht's weiter mit Schnuffelchen an der Stelle. Mal immer mal wieder die Augen offen halten. Oh, sogar die kann er fressen. Ja, geil. Komm weiter, Schnuffel. Okay. Na, bring mir die Blume, Schnuffel. Braver Hund. Oh, weiter geht's. So. Okay. Auf geht's, Schnuffel. Woo! Trampolin. Sehr schön. Okay. Oh, der beißt sich durch die Küchen. Okay, na gut, dann soll er machen. Soll er doch Spaß haben. Na, was, wer sind wir, dass wir dem kleinen Hund hier seinen Spaß vermiesen? So, jetzt müssen wir allerdings erstmal von irgendwie nach unten. Ah. Okay, okay, okay. Wuhu! Sehr schön. Das ist ein cooles Level. Auf jeden Fall hat auf jeden Fall was. So, ich habe eigentlich auch nur gewartet, bis mal wieder so eine Situation kommt. Du musst während dem Sprung sowas werfen. Ah, Geschenk. Im Hintergrund gesehen. So, sehr schön. So, jetzt wollen wir natürlich Munition. Und wir sehen Schnuffel im Hintergrund, wie er da sich durch die Gegend mampft. So, jetzt mal gucken. Schon direkt gesehen. Kein Problem. Hm.
Das ist cool. Und eigentlich müsste ich an der Stelle noch irgendwas anderes Verstecktes haben. Oh. Zerquetscht. Von der schieren Wucht des Yoshi-Stampfattacke. Oh. Oh nein. Da muss ich mich durchfressen. Ich schaff das. Okay, das ist cool. Lass mich durch. Jam, jam, jam. Oh nein, rennt, es ist Yoshi. Oh. So, ihr macht da gar nichts. Denn ich möchte mir hier in Ruhe die Blume holen. So. Kommt gleich der nächste und schmeißt mir irgendwas entgegen hier. Das geht doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht angehen hier. So. Ja, werf runter, los. Trau dich. So. Vielleicht muss ich auch nicht unbedingt den platt machen hier. Und da kommt Schnuffel. Haha, hab ich schon gewusst. Der Junge, Alter. Unersättlichen Appetit, Alter. Oh, Schnuffel, zeig mir mal, wo du herkommst hier. Ah, wahrscheinlich kann ich auf dich drauf hüpfen und da oben ist was. Ja, hab ich doch gewusst. Hab ich doch geahnt hier. Los geht's. Okay, weiter geht's. Klein Schnuffel, zeig mir mal. Was. Show me your world. Was ich noch sehe an der Stelle. Da gibt es so eine verdächtige Lücke, so hier bei dem Macaron. Aber anscheinend doch nicht. Doch nicht interessant für uns. Oh, da würde ich jetzt gerne mal kurz stehen bleiben. Okay, bestimmt was zum Sammeln. Ah! Ja! Haha! Oh! Sehr schön. Das habe ich schon auch mehr erwartet an der Stelle, dass das kommt. So, und da sind jetzt Münzen. Sehr schön. Okay. Hoppa. Sehr schön. So, ich habe volle HP und ich habe alles. Im ersten Run. Das kann es doch gar nicht sein. Das, was ist da los? Los, Stuffel, spring. Jamma. Wuhu. Okay, das war ein cooles Level. Das war ein richtig cooles Level. Das war ein richtig cooles Level. Ja, das ist wirklich sein Schlaraffenland gewesen. Überall irgendwelche Karamellbarren, irgendwelche Törtchen, die er fressen darf und so. Ja, das war schon ein guter Tag für Schnuffel. So, nee, war ein cooles Level. War ein echt cooles Level. So, dann gehen wir mal einfach mal an der Stelle her. Und suchen dann die Schnuffelchen einmal umgekehrt. Aber das fand ich cool gestaltet. Das Karton haben die da diese Schnittchen gemacht. Und das ist aus allen möglichen Kartons haben sie irgendwelche Kekse gemacht. Die Macarons bestanden, glaube ich, aus Pappmaschinen oder so. Also es war cool. Es war auf jeden Fall sehr cool. So, da suchen wir wieder unsere drei ungestümen kleinen Schnuffelchen. Und ich habe direkt einen Fehler gemacht. Wow. Ich habe eigentlich gedacht, da unten könnte mal irgendwas versteckt sein, aber ne, gar nicht der Fall gewesen. Okay. So, jetzt hören wir auf mit Fehler machen. Die Stelle ist ohne Schnuffel an der Stelle ein bisschen nervig tatsächlich. So, okay. So. Jetzt fressen wir uns erstmal hier durch. Njam, njam, njam. Oh, da ist ja ein Yoshi-Küchlein hier im Hintergrund. So. Weiter geht's. Da da. Da 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 da. Okay. Den Dicken gerade mal mitnehmen hier. So, wieder ein paar Herzen. Sehr schön. Zum Glück hören wir das auch gleich sofort. Wenn da ein Schnuffel in der Nähe ist. Okay, da ist einer. Oh, und wie komme ich jetzt dahin? Ah, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid.
mein Kleiner, komm mit. Oh, das ist eine coole Referenz auf das Yoshi-Puzzle-Spiel da im Hintergrund. Finde ich schön. Finde ich cool. Gibt's übrigens bei dem Nintendo Switch Online, bei dem klassischen NES-Spielen, bei der App. Ich erinnere mich. So, und irgendwo ist jetzt hier nochmal der Hund. Noch ein Hundiwundi. Aber ich sehe nichts. Hm. Bestimmt nur irgendwie versteckt. Gott, wo soll er denn? Wo soll der sein? Immer bin ich wirklich blind. Oder ich. Auf jeden Fall, hier vibriert es immer noch. Ach, da steckst du! Du kleiner Gierschlund, du! So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es noch rechtzeitig ins Ziel schaffen. Deshalb eile ich mich gerade noch ein bisschen. 3 Minuten 30! Uiuiuiui, rennt! Renn, Yoshi, renn! Lauf zu, mein Junge! Ach, du Schande, das schaffen wir doch niemals! Oh Gott, 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 Speedrun-Style! Oh nein, nein, 3 Minuten 30 vorbei! Ach. Schande, Schande. Ja, ich habe ein bisschen zu viel Zeit verplempert mit dem Dritten. Der Dritte hat mir sehr viel Zeit gekostet gerade. Ach. Na gut, dann spiele ich halt das Level noch einmal. Hey, aus dem Weg. Egal. Aber wir sehen, woran es mal meistens wieder hängt bei mir. Ich brauche zu lange. Naja, gut. Immerhin 3 von den Grinseblumen bekommen. So. Naja, aber schön. Ja, 3 Minuten 30 ist tatsächlich schon eine beengende Zeit. Aber eigentlich hätte ich mich nur bei dem Dritten nicht so lang so doof anstellen müssen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist irgendwie im Hintergrund einer oder irgendwie sowas. Aber denkste, war gar nicht der Fall. Dafür habe ich die Vorderseite komischerweise sofort geschafft. Komisch. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder von Yoshi's Crafted World mit dem Eilen mit Seilen. Da dürfen wir uns wahrscheinlich von einer Figur zur nächsten hangeln. Bin gespannt. Hoffe ihr auch. Und wir sehen uns dann in aller Frische wieder beim nächsten Part wieder von Yoshi's Crafted World. Ciao, ciao, Leute.